amerikanischer Privatdetektiv oder so. Also ich habe immer Chris Riss. Ist er tatsächlich nicht, aber ich glaube, er ist sowas Ähnliches. Denn das Beispiel, das er Ihnen vorstellen wird, hat viel mit Rausfinden, mit Tüftelei, mit sowas wie Detektivarbeit zu tun. Es geht um eine Uhr, so viel verrate ich schon, und die wird eben mit Webfonts hergezaubert, aber das kann Ihnen Chris Riss selber erklären. Viel Spaß. Ja, hallo, ihr hört mich alle? Danke für die Einleitung. Danke, Markus, für den interessanten Vortrag. War sehr spannend. Ich glaube, ich kann da auch gleich anschließen. Auch wenn das, was ich jetzt zu erzählen habe, nicht ganz so sinnvoll ist. Das ist, glaube ich, eher eine Spielerei in dem Zusammenhang. Einen Moment noch. Ich muss, damit das verständlich wird, um was es geht, glaube ich, so ein bisschen ausholen, ein bisschen in die Vergangenheit zurück. Gehen, wo ich herkomme, weil das auch so ein bisschen erklärt, wie dieses Projekt entstanden ist. Wir haben 98 die Designagentur Design Aspekt gegründet. Ist dem einen oder anderen vielleicht ein Begriff. Wir hatten damals relativ viele Kunden so aus dem Kunst- und Architekturbereich, kleine mittelständische Kunden, die alle irgendwie ein Content-Management-System haben wollten. Also wir haben digitale Kommunikation gemacht, Schwerpunkt Website-Design. Und damals waren Content-Management-Systeme einfach noch sauteuer, also 50.000 Mark aufwärts. Open-Source-Systeme gab es noch nicht. Das heißt, wir haben damals angefangen, unser eigenes System zu entwickeln. Das System hatte den Namen Inform. Und also im Laufe der Zeit hat sich das System immer weiterentwickelt und wurde dann irgendwann zu einer Agentursoftware, also zu einer Agentursteuerungssoftware. Vorbereitet. tatsächlich schlecht vorbereitet, jetzt habe ich irgendwie kein Internet mehr. Warum geht das nicht mehr? Also, wie gesagt, Inform hat sich immer weiterentwickelt zu einer richtigen Agentursoftware. Das hat dann dazu geführt, dass wir 2010 die Firma InnoStudio gegründet haben. Der Name hier, um Inform einfach wirklich als Produkt auch verkaufen zu können. Design Aspekt fusionierte dann mit Kochan und Partner und ich bin seitdem Geschäftsführer bei InnoStudio. Wir arbeiten als Dienstleister für Agenturen. Jetzt hoffe ich, dass vielleicht das Internet... Ah ja, da ist es. Wir arbeiten als Dienstleister für Agenturen hauptsächlich. Wir arbeiten sehr viel mit Drupal. Wir machen Drupal-Websites. Wir arbeiten mit HTML5, machen damit einfach Templating, wie das, was wir gerade vorher gesehen haben, die ZDF-Website. Wir machen mit HTML5 aber auch iPhone- und iPad-Apps, also Mobilanwendungen. Und wie vorhin schon gesagt, wir verkaufen Inform als Agentursoftwarelösung. Und so, jetzt kommen wir zum Punkt. Inform hatte eigentlich von Anfang an, vielleicht kann ich das mittlerweile auch zeigen, nee, kann ich nicht. Inform hatte von Anfang an eine kleine Uhr hier oben drin. Das war Anfang 2000, war das noch ziemlich cool, weil JavaScript und die läuft dann und unglaublich, also Bewegung auf einer Website und fast schon sinnvoll. Es ist natürlich jetzt irgendwie nicht mehr so der Brüller, weil mittlerweile hat jeder Toaster und jedes Bügeleisen eine Uhr drin, was ja irgendwie zumindest bei uns dazu führt, dass diese Uhren auch alle immer falsch gehen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber wir haben irgendwie so eine Zeitwolke zu Hause, die ist irgendwie 15 Minuten lang. Man muss immer nur schauen, dass die Zeitwolke auch in der Zukunft ist, weil sonst kommt man immer zu spät. Ich bin irgendwie so ein bisschen oldschool in der Beziehung. Ich finde so eine Uhr in so einem Digitalformat, die ist immer irgendwie schwierig zu lesen. Also ich bin immer noch so der Meinung, so eine Zeigeruhr ist irgendwie einfach viel schneller zu erfassen. Ich wollte deswegen eigentlich in den Formen immer eine Zeigeruhr auch drin haben. Es ist natürlich so, diese normalen Digitaluhren sind deswegen Digitaluhren, weil es halt für einen Computer deutlich leichter ist, die darzustellen. Also ich muss einfach nur Zahlen ausgeben, die ich sowieso habe. Wir haben irgendwie mal so ein Praktikantenprojekt gehabt
um in Flash eine Analoguhr zu bauen. Das ist aber dann irgendwie wieder eingeschlafen, weil wenn man das mit Flash macht, dann muss man natürlich wieder irgendwie für ein Fallback sorgen. Das heißt, ich habe die Problematik, was du vorher gesagt hast, ist halt nicht wirklich der Brüller, weil ich eben zum Beispiel beim Screenreader nichts sehen kann oder ich muss irgendwie dafür Sorge tragen, wenn jemand kein Flash hat, dass das halt trotzdem vernünftig dargestellt wird. Es war so, vor circa einem Jahr, glaube ich, ist, wenn mich nicht alles täuscht, hier irgendwo die Chartwell mal vorgestellt worden. Ich weiß nicht, für die, die das nicht kennen. Die Chartwell ist ein Font, ist eine Schriftart, die über Ligaturen Graphen darstellen kann. Das heißt, man kann, indem man die entsprechenden Zahlenwerte eingibt, solche Diagramme erzeugen. Ich kann Tortendiagramme erzeugen, ich kann so Kreise erzeugen, ich kann auch so Balkendiagramme etc. Das kann ich alles mit der Chartwell machen. Jetzt habe ich mir gedacht gehabt, also irgendwann kam mir die Idee, wenn man Graphen machen kann mit einer Uhr, dann müsste man doch eigentlich auch wenn man Graphen machen kann mit einem Font, müsste man doch eigentlich auch eine Uhr machen können mit einem Font. Jetzt ist es so, ich bin ja jetzt nicht wirklich ein Schriftdesigner. Also von meiner Geschichte her, ich bin Autodidakt, ich arbeite eigentlich schon immer als Programmierer und Designer, immer so an dieser Nahtstelle. Aber Schriftdesign war bis jetzt eigentlich nicht so wirklich meine Baustelle. Was ich an Schriftdesign gemacht habe, das war eigentlich immer eher irgendwie am Rande der Legalität in einen Font ein Eurozeichen einbauen und das Ding dann schnell wieder zumachen. Ich habe das damals irgendwie gemacht unter Mac OS 9 mit Fontographer. Ich habe es dann auch lang überhaupt nicht mehr gemacht. Mac OS 9 läuft bei uns nicht mehr, also nirgends mehr. Der Fontographer, weiß gar nicht, ob es den überhaupt irgendwo noch gibt. Nee, ich meine, die Fontographer-Lizenz, die ich damals hatte, ob es die noch gibt. Ich habe natürlich dann bei FontLab geschaut, was mit Fontographer los ist. Die haben ja mittlerweile ihre Produktpalette ausgebaut und verkaufen irgendwie 5, 6 verschiedene Font-Editoren. Und wie gesagt, als Nicht-Schriftgestalter da durchzublicken, was ich denn eigentlich bräuchte, um einen OpenType-Font, weil das war mir klar, so eine Uhr zu machen, kann nur mit einem OpenType-Font funktionieren. Was ich da tatsächlich brauche, war mir nicht klar. Das Problem, man kann sich zwar Demos runterladen, aber die können nicht speichern. Mit dieser Demo, die nicht speichern kann, irgendwas zu testen, von dem ich noch gar nicht weiß, was ich überhaupt testen will, ist irgendwie auch schwierig. Also habe ich so ein bisschen weitergeschaut, bin dann auf dieses geniale FontForge gestoßen. Das ist das hier, kennen bestimmt auch viele von euch. Das ist ja super mächtig, kann alles Mögliche, aber die Nutzeroberfläche treibt einem, glaube ich, die Tränen in die Augen. Damit zu arbeiten, macht nicht wirklich Spaß und ich habe dann irgendwie auch versucht, über die Hilfestellung irgendwo hinzukommen, aber das ist ja du brauchst ja irgendwie ein Studium, 4-jähriges, um damit irgendwas machen zu können. Bitte? Ich wollte nur zeigen, wie schwierig diese Hilfe auch zu lesen ist. Weil ich habe im Gegensatz zu dir mein Browserfenster schon oft Fullscreen auf. Das ist ganz einfach. Ja. Aber es wird ja nicht weniger, es wird ja nicht weniger. Es hilft ja nichts. Ich habe weitergeschaut, ich habe dann irgendwann Glyphs entdeckt, finde ich also sehr, sehr schön. Der Hersteller von Glyphs sagt 99% Flow, 1% Work. Fand ich sehr toll, den Spruch. Stimmt zwar leider nicht ganz, aber fast. Also man kann wirklich recht schnell, auch für einen Laien, für so jemand wie mich, geht es ziemlich schnell, damit einen OpenType-Font zu erzeugen. Und ich konnte damit praktisch eigentlich relativ schnell mal die ersten Versuche machen, so eine Schrift zu erzeugen. Die Idee, die dahinter stand, war, also die ist entstanden beim Mittagessen mit unserem Programmierer mal, warum nehmen wir nicht einfach eine Ligatur? So, jetzt habe ich auch den falschen Screen hier auf. Ich wollte nämlich eigentlich das hier zeigen, eine Ligatur. Das heißt, ich habe einfach zwei Ziffern, die 1 und die 1, die fasse ich zusammen zu einer Ligatur, so wie ich zwei F zu einem Doppel-F zusammenfasse und habe dann eben ein Zeichen, das mir die 11 darstellt. Das haben wir dann erstmal durchgezogen, die entsprechenden Zeichen erzeugt, also erstmal von der 1 bis zur 9 die Einzelzeichen und dann hier hinten die Ligaturen, wie Markus vorher schon gesagt hat, außerhalb des, wie heißt der Bereich? Private Use Area, genau, also der eigentlich nicht als Schrift erreichbar ist.
und haben dann entsprechend ein sogenanntes Feature zugeschrieben, das dafür sorgt, wenn eine 1 von einer 1 gefolgt wird, dass dann eben das Zeichen, das hier 11 heißt, angezeigt wird. So, jetzt wusste ich also, prinzipiell kann das schon mal gehen. Dann habe ich hier Bescheid gesagt, ich würde gerne einen Vortrag halten. Und dann hatte ich ein Problem, weil dann habe ich festgestellt, Mist, jetzt brauche ich irgendwie ziemlich viele Ligaturen. Ich habe ja bis jetzt erstmal nur die Minuten, ne Quatsch, die Stunden. Jetzt brauche ich noch die ganzen Minutenzeichen, das ist irgendwie auch ganz schön viel. Das kann ja sowohl nicht gehen. Dann habe ich irgendwie nach einem Weg gesucht, ob man nicht die Schrift selber programmieren kann. Also ob man der Schrift nicht selber sagen kann, pass mal auf, wenn da irgendwie 45 kommt, dann mach doch bitte, dreh mir bitte einfach live, während du das darstellst, diesen Zeiger einfach um die entsprechenden 270 Grad rum. Ja, das geht nicht. Was aber geht, ist, man kann so Programme wie Glyphs und auch FontForge und so weiter skripten. Das heißt, ich kann ein Skript schreiben, das mir diese Zeichen on the fly erzeugt. Also ich habe dann im Prinzip einfach nur noch das Design von dem Zeiger in seiner Grundform und habe dann ein Skript, das durchläuft und mir diese einzelnen Zeichen ausspuckt und mir praktisch als Schriftzeichen zur Verfügung stellt. Das Skript sieht so aus. Ist jetzt nicht weiter interessant. Das Ergebnis sieht so aus. Ihr seht schon, ich habe dann irgendwann hier oben die hier leer gemacht. Einfach weil das so ein bisschen komische Effekte hatte. Man hat irgendwie angefangen zu tippen und dann hast du zuerst eine 1. Und also hat einfach nicht so richtig funktioniert. Was wir dann als nächstes gemacht haben, ist, wir brauchen irgendwie ein Zeichen, das diese Ligatur auslöst. Das ist jetzt an der Stelle der Doppelpunkt und der Doppelpunkt ist hier das Ziffernblatt. Das heißt, ich stelle praktisch fest, es kommt eine 1 und nochmal eine 1 und danach kommt ein Doppelpunkt. Dann kann ich diese Zeichenfolge 1, 1, Doppelpunkt ersetzen gegen die Ligatur mit der Stunde 1. Irgendwo ist sie? Da? Nee, egal. Und eben der Doppelpunkt, der bleibt einfach stehen. So, was ich dann als nächstes machen muss, ich muss dafür sorgen, dass die Sachen übereinander liegen. Das habe ich so erreicht, dass ich diesen einzelnen Zeichen einfach 0 Breite gegeben habe. Also die sind eigentlich nicht wirklich existent. Und sie haben einen kleinen Versatz. Das heißt, die Stundenzeichen, die sind nach, weiß nicht mehr genau, nach links versetzt und die Minutenzeichen sind nach rechts versetzt, sodass sie im Endergebnis dann über diesem Doppelpunkt, der das Ziffernblatt darstellt, den eben überlagern entsprechend. Das nächste Problem, das dann aufgetaucht ist, ich dachte zuerst, ich mache meine Stunden. Brauche ich ja nicht so viele, sind ja nur 12. Wenn man sich das dann anschaut, sieht es reichlich doof aus. Weil ich natürlich bei 15 Minuten erwartet man eigentlich, wenn man eine Analoguhr kennt, dass der Stundenzeiger eben nicht auf der 1, also nicht oben senkrecht auf der 12 steht, sondern so ganz leicht schon rausgedreht ist. Das heißt, ich brauche einen Weg, um diese Stundenzeiger auch noch an den Minutenzeiger zu koppeln. Da ist es dann so ein bisschen kompliziert geworden. Das sind jetzt die hier. Also ich habe Hours 1 ist praktisch die Stunde 1 und das dahinter sind dann eigentlich die darauf folgenden Minuten. Was ich jetzt machen muss, ist, ich muss eben diese Folge auseinandernehmen, den Doppelpunkt erkennen, schauen, was danach für Minuten kommen und dann die entsprechenden Stundenzeiger anzeigen. Das hat soweit eigentlich auch ganz gut funktioniert. Die nächste spannende Baustelle war dann, als wir das Ding fertig hatten, hat man sich gedacht, bewegt sich ja gar nichts, ist ja irgendwie voll blöd. Also eine Uhr, in der sich nichts bewegt, denkt man sich ja irgendwie, ja, könnte genauso gut eine Grafik sein oder vielleicht ist sie kaputt. Jedenfalls war dann schnell der Wunsch da, wir brauchen auch einen Sekundenzeiger. So. Und dann ist es natürlich auch nochmal spannend geworden, weil jetzt habe ich auf einmal 2 Doppelpunkte. Das heißt, ich muss irgendwie feststellen, der erste Doppelpunkt, der macht mir die Minuten, also die Stunden und die Minuten. Und der zweite Doppelpunkt soll praktisch das Ganze auch nochmal überlagern. Und dann muss natürlich der zweite Doppelpunkt weg, weil sonst habe ich ja 2 Zifferblätter. Naja, unterm Strich, auch das hat geklappt. Und das Ergebnis ist jetzt folgendes. Ich habe eine Schrift, die einen String oder eine Zeichenfolge in der Form
in eine Uhr verwandeln kann. Danke. Um zurückzukommen zum Anfang, ich wollte das Ding ja eigentlich in unserer Agentursoftware haben. So, jetzt muss ich dann als nächstes irgendwie schauen, kriege ich das auch irgendwie im Browser rein? Und das war jetzt dann gleich nochmal die nächste Herausforderung, weil das prinzipiell zwar geht, aber die Unterstützung von diesen OpenType-Features, die kann einfach nicht jeder Browser. Also aktuell können es sogar nur relativ wenige. Der Firefox ist ganz, ganz weit vorne, der kann es am PC und am Mac. Der Chrome kann es am Mac, leider nicht am PC. Was haben wir noch? Safari kann es auch am Mac, nicht am PC. Und leider kann es anscheinend auch der neue Internet Explorer 10 nicht. Das hat mich so ein bisschen verwundert. Das heißt, ich habe jetzt zwar diese tolle Schrift, aber vermutlich werden wir sie trotzdem in den Form 3 nicht integrieren, weil Firefox am Mac, Firefox und Chrome am Mac, das ist halt einfach ein bisschen zu wenig. Dummerweise geht es nämlich auch am mobilen Safari nicht, das heißt, ich kann es auch am iPad nicht anschauen. Blöd laufen. Aber ich meine, es kann ja immer noch besser werden. Also, ich denke mal, wenn sich jemand interessiert, wir haben eine kleine Website dazu gebaut, die heißt Timepiece. Also die Schrift habe ich Timepiece Rounded genannt. Es gibt drei verschiedene Schnitte, die haben wir genannt The Future is Near, das ist die hier, Miss Swiss und Black Forest im Uhrzeigersinn, logischerweise. Man kann sich, ich glaube, die hier auch runterladen, an den anderen müssen wir noch ein bisschen was arbeiten. Und ja, genau, das war es eigentlich schon. Wenn es noch Fragen gibt, bitte gerne. Chris, auch für dich. Danke. Ganz lieben Dank für die Arbeit, die sozusagen so um die Ecke schaut. Das gefällt mir unglaublich gut, wenn man Dinge mal anders nutzt, als sie eigentlich gehören. Vielen, vielen Dank. Gibt es da eine Frage dazu, ganz schnell? Eine? Eine ist zulässig, Moment. Ganz schnell, das, was jetzt über OpenType-Features und Ligaturen realisiert wurde, würde es auch möglich sein, mehrfarbige Icons dann zu gestalten, oder? Also wir haben jetzt eben gerade gehört, dass man mit einem Zeichensatz quasi nur eine Farbe machen kann und jetzt können wir noch im Prinzip zwei Farben übereinander legen. Ja, ich habe hier mal, die hat ja klassischerweise einen roten Sekundenzeiger, also so eine Uhr in dieser Form. Ich habe mal versucht, das zu machen. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass die Uhr ist ja jetzt praktisch im Quellcode, wenn man sich den anschaut, hier praktisch als String verfügbar. Also das ist hier diese Stelle. Und ich habe praktisch versucht, hier einfach über diese Sekunde nochmal einen Font-Tag drüber zu legen, der dann eben definiert hat, dass diese Schrift oder dieser String an der Stelle rot wird. Das hat interessanterweise im Firefox funktioniert. Also der kann das. Der macht dann tatsächlich einen roten Sekundenzeiger. Aber alle anderen wirft es da komplett. Also der Chrome, der schafft es irgendwie nicht, das dann weiterhin als Ligatur zu behandeln. Das heißt, der macht dann ja zwei Uhren im Prinzip nebeneinander. Die eine zeigt die Stunden und die Minuten an und die zweite Uhr zeigt in Rot die Sekunden an. Auch nicht so schön. Die Zeiten sind irgendwie anders. Okay, vielen Dank, Chris. Danke.